Hallo und herzlich willkommen in meinem Video mit dir, Jeanne Kiselev. In meinem Video heute wirst du erfahren, wie du deine Kolawada-Küche, also deine Gerichte bei dem Kolawada-Programm würzen kannst. Du weißt, wenn du Kolawada durchziehst, wenn du Darmreinigung mit Kolawada-Programm von Karatgut machst, sollst du das Salz auf Minimum reduzieren und da kommt die Frage, wie salze ich mein Essen? Ich habe so eine kleine Übersicht zusammengestellt, welche Würzmittel oder Salzmittel in Frage kämen. Bevor ich jetzt die Mittel, die ich ausgesucht habe, also die Würzlebensmittel, vorstelle, möchte ich wissen, wer das dazu sagen. Wasser und Salz sind für den Körper essentiell und untrennbar. Wir brauchen unbedingt ein gutes Verhältnis an Wasser und Salz. Also Wasserhaushalt und Salzhaushalt soll stimmen. Wir trinken viel zu wenig Wasser, weil wir zu anderen Flüssigkeiten greifen, wie Limo, Cola, andere Softgetränke, die wirklich viel, viel Zucker enthalten. Wir trinken alles außer Wasser. Wir haben verlernt, Wasser zu trinken und dadurch gerät unser Körper außer Balance, aus dem Gleichgewicht und wird krank. Wir salzen viel zu viel unser Essen und mit falschem Salz. Salz ist das Lebensmittel, was täglich auf den Tisch kommt. Und viele wissen nicht, dass Salz auch ungesund sein kann, besonders Kochsalz. Da gerät unser Körper wieder aus dem Gleichgewicht, weil Kalium und Natrium Verhältnis nicht mehr stimmt, wird unser Herz zum Beispiel leidet unser Herz darunter und wir werden wiederum krank. Diese zwei Themen sind sehr wichtig. Wir bestehen aus Wasser, wir bestehen aus Salz und die beiden Mittel sind untrennbar und essentiell für unseren Körper. Wichtig ist, dass das Verhältnis zwischen Wasser und Salz immer stimmt. Ungefähr 2 Gramm Salz wäre genügend am Tag, aber auch wiederum notwendig. Wenn wir kein Salz im Körper haben, würden wir über 100 Liter Wasser trinken, würden wir trotzdem verdursten. So wichtig wäre Salz für unseren Körper, weil Salz bindet Wasser und lässt Wasser im Körper bleiben. Wasser wird von unserem Körper nicht gespeichert. Du kannst zum Beispiel, wenn ich den Kunden sage, dass man 30 bis 40 Milliliter pro Kilo Körpergewicht am Tag trinken soll, dann sagen sie, ja, ich habe meinen Wasserbedarf schon gedeckt, ich habe früh 3 Liter, also vormittags 3 Liter Wasser getrunken. Das bringt aber nichts, weil Wasser dann durch die Nieren wieder abtransportiert wird und es bleibt kein Wasser im Körper. Und wenn nachmittags oder abends der Körper Wasser braucht, zum Beispiel um die Nährstoffe in die Zelle zu bringen oder die Toxine aus dem Abfallprodukte aus der Zelle rauszuschleudern, es gibt freien Wasser zur Verfügung, die bleiben dann einfach im Körper enthalten. Und die Zelle wird mit Nährstoffen nicht versorgt. Also wichtig ist, Wasser auch gut aufteilen, tagsüber aufteilen und immer wieder ein Gläschen Wasser trinken, stilles Wasser. Ich trinke natürlich Korallenwasser, ist selbstverständlich. Ich bin seit 10 Jahren beim Coral Club. Ich habe mich mit Wasser ganz lange beschäftigt. Wasser muss, also die Wassereigenschaften müssen stimmen, damit der Körper gesund bleibt. Aber das ist wieder nicht das Thema von diesem Video. Heute sprechen wir über Salz. Wasser und Salz wird sehr oft auch in den Büchern behandelt. Zum Beispiel ist ein Doktor mit ein Mediziner, der heißt Batman Kelic, kann ich nicht aussprechen, der hat die Menschen nur mit Wasser. Die Menschen, die im Gefängnis waren, der hatte keine anderen Medikamente zur Verfügung. Der hat die Menschen nur mit Wasser und Salz behandelt und viele gute
Erfolge erzielt. Es gibt ein Wasser, sie sind nicht krank, sie sind verdurstet, sie sind durstig und es gibt noch ein Buch von ihm, die Wasserkur. Wasser bei Übergewicht, Depressionen und Krebs. Also, Wasser und Salz. Dann werde ich jetzt langsam nach und nach das aufzählen, was ich in meiner Küche verwende. Zum Beispiel Kochsalz gehört nicht mehr in meine gesunde Küche. Ich verwende sehr oft Himalaya-Salz, so rosa Salz, unbearbeitet, wichtig ist, ohne Trennmittel. Das macht das Salz natürlich schön, weich, aber dieses Trennmittel enthält auch Kochsalz und Trennmittel ist ein Gift für den Körper. Kochsalz, besonders mit Jod versetzt, ist noch schlimmer für den Körper. Deswegen gehört es nicht mehr in meine Küche. Ich verwende Himalaya-Salz oder Steinsalz oder Meeressalz, wiederum unbearbeitet. Und am besten grob, so wie es in der Natur vorkommt. Wieso kein Kochsalz? Es gibt so ein Experiment, das wurde durchgeführt und nachgewiesen, dass man hat zwei Aquarium genommen. Einmal haben die Fische Meeressalz bekommen, Meeressalzwasser, und einmal haben die Wasser mit Kochsalz bekommen. Die Fische, die mit Meeressalzwasser versorgt waren, denen ging es sehr gut über längere Zeit. Die Fische, die Wasser plus Kochsalz bekommen haben, die haben in 5 Minuten schon Atemnot bekommen. Das heißt, der Körper der Fische kann sehr wohl unterscheiden, welches Wasser für den Körper gesund ist von Fisch und welches Wasser komplett fehl am Platz ist. Das gleiche ist mit unserem Körper. Wir merken es zwar nicht, weil unser Körper ein Wunder ist und hat immer Schutzmechanismen, auch wenn wir was Falsches reinstopfen, wird der Körper es trotzdem bewältigen und dafür sorgen, dass wir am Leben bleiben. Es gibt noch schlimmere Sachen als Salz natürlich, zum Beispiel Alkohol, aber es ist eine Herausforderung für den Körper, wenn er täglich Kochsalz bekommt und noch in großen Mengen. Weil unser Körper besteht zu 85% aus Wasser, je nachdem, also geboren werden wir bis zu 90% mit Wasser. Und unsere Zellen, unzählige Zellen, die im Körper zu finden sind, das sind wie kleine Fische. Also wir sind ein lebendiger Aquarium, der sich von Punkt A nach Punkt B bewegen kann. Und in uns schwimmen die Fischchen, unsere Zellen. Und die können genauso gut unterscheiden, welches Salz für uns gut ist und welches Salz natürlich ungesund ist. Also Kochsalz solltest du bitte aus deinem Speiseplan streichen, wenn du deinen Zellen, deinen Fischen nicht schaden möchtest. Da bei der Kalawada-Kur wir das Verwenden von Salz auf minimal reduzieren sollen, kommen sehr oft die Fragen von Teilnehmern. Gerade läuft jetzt auch ein Online-Kurs mit über 50 Teilnehmern. Und als wir zum Thema Salz kamen, dass wir das Salz streichen sollen, dass wir das Salz am besten reduzieren, dann kamen die Fragen, wie esse ich jetzt mit Genuss mein Essen? Es ist wirklich wichtig, besonders für uns Frauen, denke ich mal, wobei Männer auch, wenn das Essen gar nicht schmeckt, es ist wirklich schwierig, diese 2 Wochen durchzuhalten. Salz darf man nicht. Wie würzig mein Essen? Und ich habe dann versprochen, dass ich ein Video dazu drehe, welche Lebensmittel da geeignet wären. Das erste, was ich genannt habe, natürlich Himalaya-Salz, ist schon sehr bekannt. Steinsalz kriegt man sehr oft beim russischen Laden immer noch in diesen Naturvariante. Und Meeressalz kaufe ich ab und zu mal beim italienischen Laden, weil da auch ohne Trennmittel Salz zu finden ist. Es gibt noch französische Salze, das habe ich zum Beispiel vor kurzem sogar bei Lidl gefunden. Sieht man? Ja.
Französische Salze, unterschiedliche Arten, sind sehr, sehr wertvoll. Also dieses Salz wird auf der Wasseroberfläche gebildet, wenn das Wetter besonders heiß und nicht so windig ist. Und dann wird das Salz praktisch per Hand gesammelt und bearbeitet. Na, bearbeitet heißt ja, es gibt da kein Trennmittel, also man sieht sogar, es ist grob, es ist so ein bisschen wie Feucht und dieses Salz ist sehr wertvoll für den Körper. Das habe ich sehr oft in meiner Küche. Was ich noch habe, ich habe eine Salzgrotte besucht, als ich noch in Coburg gewohnt habe, habe ich eine Frau kennengelernt, die Blumenladen hatte. Die war eine leidenschaftliche Floristin, leider in einigen Jahren, die hat ganz lange das Geschäft vertrieben, ist die krank geworden durch diese Pflanzendünger, durch diese ganze Chemiestoffe, war wirklich ernst krank, die Ärzte konnten nicht helfen, dann hat die ihre Gesundheit in die Hand genommen und hat gesagt, ich mache was für mich. Und die hat diese Wasserkur, Salzwasserkur entdeckt, hat es ausprobiert und hat sich geheilt. Momentan geht es ihr gut, ich kenne die schon seit bestimmt 8 Jahren und die hat den Blumenladen, aus dem Blumenladen Salz Grote gemacht und bietet das den Menschen an. Die erzählt jetzt in jeder Ecke, wie Salz und Wasser für den Körper essentiell wären und dass Salz auch richtige Qualität haben soll, damit wir gesund bleiben. Und bei ihr habe ich damals diese Salzsole gekauft. Die hochwertigen Salze werden mit Wasser übergossen, mit ganz normalem Wasser und bleiben stehen über Nacht. Und dann entsteht eine heilende Konzentration von Wasser und Salz. Ein paar Löffel davon würden reichen, den Körper mit hochqualitativem Salz aufzufüllen. Man kann zum Beispiel früh so eine Salzsäule trinken, mit Wasser verdünnt. Ich mache es nicht, weil ich Korallenwasser habe und das deckt schon alles ab an Mineralien, die in Sangokorallen enthalten sind. Ich würze damit mein Essen. Und vor allem, wenn ich meine entgiftende Suppen koche, und ich empfehle auch meinen Teilnehmern, ich habe ein paar Kreationen zusammengestellt, eine orangene Suppe, eine grüne Suppe, eine gelbe Suppe, eine weiße Suppe und eine rote Suppe. Diese Kreationen findest du auf meiner Webseite mit Gewürzen ein bisschen auch gespielt. Und ich koche meine Suppen ohne Salz. Wenn meine Suppe fertig ist, würze ich etwas mit dieser Salzsäule. Das ist, was ich in meiner Küche immer verwende. Das kenne ich sehr gut, habe gute Erfahrungen damit gemacht, kriegt man überall im Laden, kostet es etwas mehr als normales Salz, aber das braucht man auch nicht viel. Das eine, was ich sagen muss, ich glaube, das Salz schmeckt nicht so salzig wie das andere, wie Kochsalz, weil wenn ich koche und mein Mann, der liebt Salz, wenn er mein Essen, gesundes Essen isst, was ich mit diesem Salz gewürzt habe, der schmeckt es nicht. Das heißt, dein Essen ist ungesalzen und schmeckt es nicht. Anscheinend braucht er ein bisschen mehr. Er verwendet immer Kochsalz für seine Gerichte. Der ist ein leidenschaftlicher Pizzabäcker und nimmt nur ganz normales Kochsalz. Von daher, ja, muss man ausprobieren. Mir schmeckt das Salz und mir ist auch genügend. Jetzt möchte ich noch ein paar andere Varianten vorstellen, die ich extra für meine Teilnehmer ausgesucht habe, bestellt habe und ausprobiert habe. So, die erste Variante wäre Tamari-Soße. Die Teilnehmer kennen sehr gut diese Sojasauce. Ich verwende die in meiner Küche nicht. Ich habe die nie irgendwie gebraucht. Keine Ahnung. Ja, die esse ich bestimmt, wenn ich zum Chinese essen gehe. Aber ich habe nie für meinen Haushalt diese würzige Sojasauce gekauft. Die schmeckt mir wirklich auch nicht so. Aber ich weiß, dass viele Teilnehmer, viele meiner Kunden diese Sojasauce kaufen. Bitte genauso wie Kochsalz von dem Ernährungsplan schmeißen, aus der Küche schmeißen, weil es
sehr oft mit Konservierungsstoffen, auch mit chemischen Zusätzen hergestellt wird. Auch, wie heißt das, was uns immer zum Essen einlädt? Ah, Glutamat. Glutamat, weiß ich. Glutamat ist auch sehr, sehr schlecht für den Körper. Gott sei Dank ist eingefallen. Deswegen habe ich ja gesucht, was wäre eine gesunde Alternative, wenn die Menschen so eine Sojasauce lieben. Also Sojasauce wird auch mit Weizen hergestellt. Übrigens ist auch nicht glutenfrei für diejenigen, die Glutenintoleranzen haben. Ich habe eine gesunde Alternative, gesündere Alternative gefunden. Tamari-Soße wird ohne Weizen hergestellt. Soweit ich verstanden habe, daraus aus Sojabohnen wird so eine Maische hergestellt. Maische, wird in Bier- und Cognac-Produktion auch gemacht. Dann wird es mit kleinen Mikroorganismen fermentiert und mit Wasser und Meeressalz versetzt und so in Zederfässern dann über Jahre bis 3 Jahre fertig gemacht. Also es hört sich eigentlich nach gesund an, Meeressalz, Wasser, fermentiert, Zederholz ist eigentlich sehr sauber. Wichtig ist beim Kauf von Tamari auch aufpassen. Es gibt andere billigere Varianten, die werden aus Sojamilch hergestellt mit Konservierungsstoffen oder von Zusatz von chemischen Stoffen, die diesen Geschmack ähneln und das ist ja gar nicht gesund. Also Tamari Soße wäre eine gesündere und glutenfreie Alternative für Sojasauce. Noch ein Würzmittel, was ich entdeckt habe, musste ich ausprobieren, weil die Kunden fragen, das ist Cocoaminus. Cocoaminus wird glutenfrei, sojafrei hergestellt. Das wird aus, ich muss jetzt nachschauen, aus indonesischem Kokos Blütennektar hergestellt und mit balinesischem Meeressalz gebrannt. Also das ist eine fruchtig-würzige und exotische Geschmack. Ich habe es bei Salaten mal verwendet, kann man bei Reis, kann man überall einen verwenden. Hat mir geschmeckt. Interessanter Geschmack, neu, aber ich liebe exotische Geschmäcke. Alles, was scharf, süß und etwas salzig schmeckt, ist meins. Also mir hat es total geschmeckt und das ist auch noch eine gesündere Alternative als Tamari. Tamari enthält trotzdem ein bisschen Salz, ein bisschen mehr Salz. Hier ist es auch Salz enthalten. Aber sojafrei, weizenfrei, glutenfrei und auch auf eine natürliche Weise fermentiert. So, noch eine Alternative und die finde ich ja klasse, die ist komplett unbekannt, also für mich war es unbekannt und soweit ich verstanden habe, wenn ich einige frage, die kennen das auch nicht. Ui, das ist Tamarinde. Tamarinde wird von einem Baum, der 30 Meter hoch wachsen kann, hergestellt, aber nicht aus der Rinde, wie der Name sagt, Tamarinde, sondern aus Schoten. Also Tamarinde wird in indonesische, chinesische, asiatische, indische Küche, afrikanische Küche sehr oft verwendet. Die kennen das schon lange und den Baum in diesen Ländern, wo der wächst, verwenden die komplett. Also die Rinde wird für Möbeln verwendet, weil es so robuste Möbeln steht. Die Blüten und da wachsen noch die Blätter, werden als Gemüse und Salate gegessen. Und uns interessiert also diese Tamarinde, wird eigentlich aus einem Fruchtfleisch hergestellt. Tamarinde aus vom Arabischen heißt indische Datteln.
Und diese Datteln sind in diesen Schoten enthalten, die auf diesem Baum wachsen. Wenn man die aufmacht, das sind bis 12 Samen und jeder Samen ist mit so einem Fruchtfleisch umhüllt. Und dieses Fruchtfleisch ähnelt von Konsistenz her den Datteln und schmeckt genauso würzig wie also Tamarinde. Das ist ja eigentlich Tamarinde. Tamarinde ist nur dieses Fruchtfleisch und etwas Wasser und eigentlich nichts mehr. Tamarinde ist nicht nur eine gesunde Alternative für Salz, bietet auch kulinarischen Genuss, auch gesundheitsfördernd, enthält viel Kalium, auch andere Vitamine, Ballaststoffe. Also das ist praktisch ein Gewürz, was unsere Küche salzig, würzig macht und auch gesundheitsfördernd ist. Es ist gut für unseren Darm. Diejenigen, die Probleme beim Stuhlgang haben, können reichlich davon essen. Die, die keine Probleme haben, sollen aufpassen, aber ich glaube nicht, dass es eher so abführend wirkt. Das ist ja. Das ist zu kaufen im Internet. Ich habe das im Internet gekauft. In Bioläden habe ich noch nicht entdeckt, muss man ja schauen. Und die in den also die Völker, die das schon lange kennen, verwenden das überall. Natürlich zu Reis, zu Nudeln, wird als Würzpaste, als Extrakt hergestellt. Die machen daraus sogar Marmelade und Limonade. Also sehr interessant. Probiert das aus. Ich glaube, das reicht auch für viele Monate, wenn man das nicht täglich, dreimal täglich sein Essen würzt. Ja, sehr interessante Alternativen und die bringen etwas Abwechslung in die Küche und sogar beim Salz kann man experimentieren, beim Salz kann man neue Gerichte kreieren. Und wenn du Colavada machst, sollst du wirklich auf deinen Salzgehalt im Essen achten. Das soll minimal sein. Das wären die gesunde Alternative und natürlich die Gewürze. Da kannst du von denen auch reichlich bei deiner Küche verwenden. Ich hoffe, denn mein Video war für dich wissensreich, unterhaltsam. Und jetzt weißt du, wenn du nächste Colavada machst, du weißt, was du besorgen sollst, damit du wirklich das Programm effektiv durchziehst und die besseren Ergebnisse erzielst. Also viel Spaß bei Colavada, viel Spaß beim Ausprobieren mit dir, Jana Kiselev, und bis zum nächsten Video. Falls du Fragen hast, poste die unten in den Kommentaren, abonniere meinen Kanal und Daumen hoch oder teile das Video, wenn es dir gefällt und auch etwas gebracht hat. Ich freue mich auf dich, auf deine Fragen. Bis zum nächsten Video mit dir, Jana Kiselev. Ciao.